Um die deutsch-russischen Beziehungen zu stärken, hatte der Verein Deutsch-Russische Partnerschaft einen Cartoon-Wettbewerb ins Leben gerufen. Am 30. Juli fand in Schwerin die feierliche Preisverleihung für die prämierten Werke dreier junger Künstler statt. Der Leiter der Rostocker Kunsthalle, Dr. Uwe Neumann, der als Jurymitglied fungierte, zeichnete die Studenten gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Vereins, Erwin Sellering, mit insgesamt 5000 Euro aus. Unsere Hauptaufgabe ist ja, junge Menschen zusammenzubringen. Und zwar analog, dass sie sich besuchen, kennenlernen, austauschen. Und ganz schade ist, dass das im Moment überhaupt nicht geht. Das ist wirklich schlimm. Und deshalb muss man dann überlegen, was können wir denn sonst machen? Da ist dieser Cartoon-Wettbewerb entstanden. Hier haben viele Teilnehmer hier mitgemacht. Wir haben gute Ergebnisse, finde ich. Und wir werden den dann auch in Russland machen. Und natürlich entstehen dadurch auch Kontakte, die wir dann später sicherlich nutzen, indem wir uns gegenseitig besuchen. Den ersten Platz belegte die 23-jährige Studentin Iris Groneik von der Hochschule Wismar für ihre Interpretation von Miteinander. Insgesamt waren über 25 Arbeiten eingereicht worden. 19 davon schafften es in die Vorauswahl der Jury. Bis zum 6. Juni fand im Schleswig-Holstein-Haus eine Sonderausstellung der Arbeiten statt, coronabedingt in virtueller Form.